Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinen gelesenen Büchern im Monat Juni. Nicht erschrecken, es ist wieder ein ganzer fürchterlicher Stapel geworden. Ich habe mich selbst verjagt und das, obwohl ich eigentlich überhaupt gar keine große Zeit gehabt habe, diesen Monat zum Lesen. Aber das Schicksal kam den Büchern entgegen, dadurch, dass ich mir eine dicke Erkältung eingefangen habe und dadurch ist der Stapel dann doch ein bisschen mehr gewachsen. Ja, ich fange jetzt mal einmal an mit Olivier Adam, Gegenwinde. Ja, ein Buch, sehr, sehr interessant, hat mir gut gefallen. Es handelt von einer Frau, die von einem Tag zum anderen ohne jegliche Vorwarnung verschwindet. Sie hinterlässt ihren Mann und zwei kleine Kinder, die auch ganz unterschiedlich damit umgehen. Ja, ein nachdenkliches Buch, ein sehr interessantes Buch. Man möchte natürlich wissen, was ist das für eine Frau, die ihre Familie da im Stich lässt. Ja, mehr verrate ich dazu auch nicht. So, dann Caro King, Sieben Magier. Ein richtig tolles Fantasy-Buch von Fischer. Es sieht einfach schon traumhaft aus. Wir haben es auch schon rezensiert. Findet ihr dann unten in der Infobox. Ja, das Buch, wenn ich es als 10-Jährige oder so in die Hand bekommen hätte, hätte es mich zu Tode geängstigt. Das Buch handelt von einem Kinderschreck, das kleine Kinder entführt und von diesen Kindern bleibt nichts, noch nicht mal die Erinnerung. Also wirklich absoluter Grauen für ein Kinderherz. Da fällt auch noch die Tür ins Schloss. Das hat was zu bedeuten, bestimmt. So, dann ein richtig niedliches kleines Büchlein. Christoph Marzi, Phantasma aus dem UBV Verlag. Ein richtig kleines Praliné, ein Leckerchen für die gute Nacht. Dazu gibt es auch ein Musical. Es ist so ein bisschen Dorian Gray. Es ist toll geschrieben. Ich bin ja immer ganz verliebt in den Schreibstil von Christoph Marzi. Und auch hier hat er mich wieder absolut überzeugen können. Ich hätte dazu auch eine Rezi gemacht, aber das Buch ist wirklich sehr, sehr dünn. Und dann hätte ich euch womöglich alles verraten, was darin steht. Es geht um die Welt der Oper. Es ist ein ganz, ganz tolles Buch. Klein, aber fein. Dann habe ich hier den zweiten Band von Skullduggery Pleasant von Derek Landy. Ja, der Gentleman mit der Feuerhand ist zurück und es ist wieder Irland, es ist wieder in Dublin. Und es hat mich genauso überzeugen können wie das erste Buch. Ich hätte mir allerdings noch ein bisschen mehr so, ich stehe absolut auf diesen trockenen Wortwitz, den dieses Skelett hat, gewünscht, aber es ist wirklich lesenswert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Ich werde die Reihe auch auf alle Fälle weiterlesen. Für mich entdeckt habe ich seit diesem Buch Neil Gaiman für mich, das Graveyard-Buch, eine tolle Geschichte, ein Kleinkind, das von Gespenstern adoptiert wird, das fortan halt auf einem Friedhof lebt, das immer noch verfolgt wird von einem Meuchelmörder und ganz tolle Ideen, super geschrieben. Also Neil Gaiman hat mich wirklich packen können damit. Ich werde jetzt garantiert noch mehr Bücher von ihm lesen wollen. Dann Arthur und der Botschafter der Schatten. Das ist das zweite Buch der Arthur-Trilogie von Gerd Rübenstrunk. Auch dieses Buch hat mich wieder überzeugen können, wieder völlig mitreißen können. Ich freue mich schon auf das dritte Buch. Das steht Gott sei Dank schon in meinem Regal. Ich werde das jetzt auch schnellstmöglich lesen. Nur ich brauche dazwischen immer mal so ein, zwei Bücher. Nicht, dass es mir zu viel wird, dass ich so eine Überdosis Arthur kriege und Larissa. Das will ich auf gar keinen Fall. Dafür sind die Bücher einfach zu schön. Sie sind wunderschön gebunden. Großes Kompliment an Ars Edition. Ganz, ganz tolle Bücher mit Stadtplan vorne und hinten. Sowas begeistert mich ja immer. Da kann ich ja mit dem Finger mitreisen. Ganz klasse. Dann mal was ganz anderes. Veuve Clicquot, eine Biografie oder die Geschichte des Champagners. Ganz, ganz toll. Eine Frau, die ja, die wirklich diszipliniert war. Damals gab es das Wort ja noch nicht, ein Workaholic, die sich im Alter von 27 Jahren ganz bewusst dafür entschieden hat, Witwe zu bleiben, nicht wieder zu heiraten. Ganz einfach, weil sie so viel mehr persönliche und geschäftliche Freiheiten hatte und die es geschafft hat, einen Champagner zu kreieren. Sie war also wirklich absolute Bewunderung für diese Frau. Ja,
Wer sich für Champagner interessiert, für die Geschichte des Champagners oder für eine wirklich starke Frau, sollte dieses Buch vielleicht mal lesen. Dann auch ein Buch, wovon ich ganz schlecht die Finger lassen konnte, Mikkel Bjerkegaard, Die Bibliothek der Schatten. Ein junger Anwalt, ich hätte jetzt fast gesagt gewinnt, so ist es natürlich nicht richtig, erbt von seinem Vater, der jahrelang nichts von ihm wissen wollte, ein Antiquariat. Doch dieses Antiquariat hat so seine Geheimnisse und er wird in Sachen reingezogen, die er eigentlich so gar nicht will. Er muss erfahren von Sendern und Empfängern und dass Bücher und die Kraft des Lesens doch eine nicht zu unterschätzende Gefahr darstellen. Ganz tolles Buch. Ja, dann wieder etwas anderes, MacCabot. Prinzessin sucht Prinz, das ist jetzt hier wieder ein Doppelband. Wir haben jetzt zusammen, also Sina und ich, haben zusammen jetzt den ersten Teil dieses Buches gelesen. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Filme von Plötzlich Prinzessin mit Anne Hathaway. Sina hat so lange genervt und ach, diese Prinzessin ganz anders wie im Film und oh Mann, das musste man lesen und immer wieder Kicher, Kicher und so weiter, bis sie mich dann hatte und ich habe gesagt, okay, gib her, ich habe eh keine Ruhe, wir lesen das jetzt zusammen und ich habe es keine Sekunde bereut, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich erkläre es nochmal, falls es jemand noch interessieren sollte oder es noch nicht weiß. Wir lesen ja immer gerne zusammen. Der eine schält halt die Kartoffeln und der andere liest oder der eine bügelt und der andere liest. So lesen wir halt zusammen Bücher und ganz toll. Ja, Veronika Peters an Paris hat niemand gedacht. Dieses Buch hat mich ja absolut gepackt. Ich habe es morgens angefangen, ich habe es abends nicht aus der Hand legen wollen, bis ich es durch hatte. Ich war auch gar nicht darauf vorbereitet. Es ist eine Geschichte von einer Mutter und einer Tochter, die 17 Jahre lang miteinander nicht gesprochen haben. Warum, wieso, weshalb, ist im ersten Moment unklar. Die ersten Seiten haben mich also auch ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Ich habe gedacht, ein komisches Buch. Aber es hat sich einfach entwickelt und hat mich dann irgendwann so gepackt und geschockt und ja, irgendwo ganz tief getroffen. Es geht um häusliche Gewalt, es geht darum, wie hilflos Frauen einem prügelnden Vater oder Ehemann gegenüberstehen und wie viel Kraft es doch kostet, sich von so einem Menschen dann zu befreien und zu lösen. Und wie diese Familie dann letztendlich damit umgeht. Dieser Mann stirbt dann auch. Ganz, ganz toll, sollte man gelesen haben. Jule Brandt, das ist die gute alte Zeit, als Cassie Gier noch Jule Brandt hieß. Und dieses Buch, Lügen haben schöne Beine, habe ich schon x-mal gelesen. Gekauft haben wir es im Februar 2006. Es ist zuckersüßer Kitsch, das muss ich gleich vorab sagen. Natürlich ist es toll, wenn man sich trennt und der Mann Millionär ist und ganz, ganz froh ist, wenn er einem noch ganz viel Geld hinterherwerfen darf. Aber sie macht im Grunde genommen, oder hier Evi, die Heldin, macht im Grunde genommen das, worauf ich auch Bock hätte, ein kleines Bauernhaus kaufen, dieses Renovieren nach eigenen Wünschen, ja, zu gestalten und so weiter. Und deswegen macht mich dieses Buch wahrscheinlich auch immer wieder mal wieder an. Und wenn ich ganz viel Langeweile habe oder sehr gefrustet bin, greife ich halt danach. Diese Evi hat also auch noch eine Tochter, eine kleine Eisprinzessin, die ihre Mutter ganz scheußlich behandelt. Sie stellt sie als Au-pair-Mädchen vor. Ja, aber auch dieses Mädchen entwickelt sich. Ist lustig, ist was für zwischendurch. Mir gefällt es wahrscheinlich so gut, weil die Heldin halt ihre Träume da wahr macht und die Träume sich mit meinen wahrscheinlich ein bisschen decken. So, dann noch ein Buch, was mich total überrascht hat. Mari Strachan, Nachts singt die Welt. Hat mich auch in keinster Weise vorbereitet. Nachts kann Gwenny fliegen. Gut, woran denkt man da? Jedenfalls nicht. Es hat mich in keinster Weise darauf vorbereitet, was in diesem Buch geschieht. Es geht um Geheimnisse, die jeder kennt, aber niemand darüber spricht. Es geht auch um häusliche Gewalt. Ich weiß nicht, warum dieses Thema diesen Monat mich so aufgesucht hat, aber ein ganz, ganz tolles Buch. In keinster Weise kitschig oder so. Ganz, ganz klasse. Hat mich absolut begeistern können.
Gesa Schwarz, grimm, ganz schön schwer, ganz schön dick, wunderschön. Und auch der Inhalt ist sehr, sehr schön. Dank Erkältung konnte ich mich dem auch sehr widmen. Ja, Grimm ist ein Gargoyle und er muss dafür sorgen, dass die Menschen sich nicht mit den Gargoyles anfreunden, beziehungsweise es wird eigentlich nicht gewünscht, dass die Menschen überhaupt die Gargoyles sehen können oder andere magische Geschöpfe. Aber dann kommt ein junges Mädchen, Mia, sie ist eine Seherin und ihr Bruder kommen Grimm da ein bisschen in die Quere und es entwickelt sich eine ganz tolle Geschichte. Dann habe ich hier Tarquin Hall, die verschwundene Dienerin, ein Fall für Vishpuri, ein Krimi, der in Indien spielt. Indien ja immer wieder gerne mein Thema, Krimis lese ich ja auch immer ganz gerne, dürfen halt nur nicht vor Blut so triefen. Dieser Privatdetektiv gefällt mir unheimlich gut. Ich werde die Reihe auch weiterlesen. Es gibt jetzt schon einen weiteren Band, den ich mir jetzt auch irgendwie mal flugs besorgen muss. Vishpuri ist also ein Detektiv noch der alten Schule. Er hält nicht viel von Fingerabdrücken und Genanalysen. Er sammelt halt noch Meinungen, Gerüchte, Indizien und er hat so einen Tick, oder das tun die Leute aus dem Punjab vielleicht. Seine Frau ist die Allerwerteste. Er hat Angestellte, die Gesichtscreme heißen oder ich weiß gar nicht, wie er die anderen noch nennt. Es ist jedenfalls ein richtig schöner Krimi und bis zum Schluss hat er mich ein wenig in die Irre führen können. Dann habe ich hier von Kerstin Flieger die Alchemie der Unsterblichkeit, auch ein Buch, was mich sehr positiv überrascht hat. Es ist Fantasy, meiner Meinung nach gemischt mit einem Krimi. Es geht um Morde, Ritualmorde, einem jungen Wissenschaftler oder Gelehrten, der im Jahre 1771 in die Tiefsten des dunklen Schwarzwalds sich begeben muss, um diese Morde eben zu klären. Ganz, ganz toll. Das Buch hat mich total begeistert, obwohl ich sage, ja, Werwölfe, Vampire, da ist ein bisschen die Luft raus, aber da kam jetzt wieder mächtig heiße Luft rein. Ganz tolles Buch. Kann das nur empfehlen. Super. So, dann das letzte, dann seid ihr entlassen, Holly Webb, Rose und die Maske des Magiers, das ist jetzt der dritte Band, um die kleine Rose, um dieses Waisenmädchen, das bei einem Magier als Dienstmädchen anfängt, ihre magischen Fähigkeiten entwickelt und letztendlich sowohl Dienstmädchen als auch Lehrling ist. Diesmal geht es nach Venedig, ein wirklich wieder sehr schönes Buch mit tollen Ideen. Auch, ja, es sind einfach die Ideen und diese liebevolle Gestaltung der Charaktere, die mich da sehr begeistern. Also ich, wenn ich jetzt wirklich einen Favoriten für diesen Monat wählen sollte, schwanke ich zwischen, zwischen diesen drei Büchern. Das ist einmal von Veronika Peters, An Paris hat niemand gedacht, von Kerstin Flieger, Die Alchemie der Unsterblichkeit und von Marie Strachan, Nachts singt die Welt aus dem Diana Verlag. Diese drei Bücher waren für mich die absoluten Highlights, womit ich nicht die anderen Bücher schmälern möchte. Es war ein guter Monat, ein guter Büchermonat und ich hoffe, ich konnte euch auf das eine oder andere neugierig machen. Alle Rezensionen findet ihr unten in der Infobox, soweit sie schon im Netz stehen. Ich muss gleich noch daran das eine oder andere rezensieren. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis spätestens nächsten Monat.